Wir sind dann nach Kreuzberg gezogen, in den Wrangelkiez. Ja, die Wohnung ja, bestand zunächst aus drei Zimmern, drei kleinen Zimmern. Da erinnere ich mich ganz gut, dass wir eines Tages nach Hause kamen und plötzlich aus zwei Zimmern ein Zimmer geworden war, weil die Hausverwaltung irgendwie reingekommen ist und meine Mutter wusste auch von nichts Bescheid. Ja, da hatten wir plötzlich ein riesen Wohnzimmer und ein kleines Schlafzimmer. Ja, Was war das? mit einem Kohleofen. Das ist ja die Region, also der Wrangelkiez. Da sind ja ziemlich viele alte Häuser, weil es ist ja ein Arbeiterviertel gewesen und die Gegend sollte eigentlich komplett platt gemacht werden für eine Stadtautobahn. Das war die Entscheidung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hieß es, okay, die Autos werden die Zukunft sein. Genau wie wir reißen die Häuser ab, um die Autobahn zu bauen. Also, ne, durch ganz Kreuzberg, durch die Hasenheide. Und dann kamen die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen vor allem, waren ja mehrheitlich Frauen aus der Türkei. Und dann hieß es, die können da 5 Jahre bleiben und wenn sie weg sind, ne, können wir unsere Idee umsetzen. Aber die sind halt geblieben. Ja. Mein Professor an der Humboldt-Uni, Thomas Mergel, der hat gesagt, die Türken haben Berlin gerettet und die Hausbesetzer. Das waren, also man muss sich das so vorstellen, dass in der Straße oder im gesamten Kiez mehrheitlich türkeistämmige Familien gelebt haben. Ne, es gab natürlich auch deutsche Familien, aber mehrheitlich war es türkisch, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, aber damals war das die Gegend mit der höchsten Dichte an Menschen mit Migrationshintergrund. Wie es damals hieß, ja. Und es ja, das ist halt ein abgegrenzter Raum. Es gilt sogar als der erste Kiez im modernen Sinne Berlins mit vielen Spielstraßen. Daran erinnere ich mich auch sehr gerne. Da haben sich die Kinder auf der Straße getroffen und haben wir über mehrere Straßenzüge hinweg Räuber und Gendarmen gespielt. Und es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ne? Damals waren die Kinder oft auf den Straßen